Herzlich willkommen zum neuen Finanztalk. Wir haben in dieser Woche den großen Verfallstag vor uns und auch schon eine entsprechende Aufwärtsbewegung im DAX gesehen, die ihn dem Abwärtstrend ziemlich nahe bringt. Das ist eines der Themen, Gold und Palladium, die anderen Themen. Seien Sie gespannt. Herzlich willkommen zu einem neuen Finanztalk von Follow My Money. Mein Name ist Andreas Bernstein und es geht in dieser Verfallswoche unter anderem natürlich auch um den Verfallstag. Ja, verfallen sind unsere Launen und Gesichter noch nicht. Ich rufe erstmal den Christian Schlegel hier zu mir. Hallo Christian. Servus. Hallo zusammen. Ja, beim DAX ist ja richtig was los. Seit die Christine Lagarde von der EZB-Pressekonferenz aufgestanden ist, hat der DAX ja so ein Pi mal Daumen 800 Punkte zugelegt. Ja, das ist richtig. Wir sind hier, sieht man meinen Chart schon, wir sind hier wild am Steigen momentan und gerade eben, wir haben jetzt 13.09, dann sehen wir auch die 13.500. Das erste Mal seit ein paar Wochen. Und rein vom Chart her habe ich bei 13.544, gibt es hier noch ein kleines Gap, das ist vom 19.08. Ansonsten nur den relativ langen Downtrend, den wir hier haben vom All-Time-High im Januar. Und da sind wir dran. Der liegt, wenn ich es jetzt richtig gezogen habe, heute bei 13.700, ziemlich genau. Und ja, Frau Lagarde hat die Zinsen erhöht. Die Leute waren, sagen wir mal, beruhigt. Auf der anderen Seite haben wir gleich die Inflationsdaten aus Amerika. Das ist um 14.30 Uhr, also in rund 1,5 Stunden. Und persönlich gehe ich davon aus, dass die Inflation da ein bisschen runterkommt, weil die Benzinpreise stärker gefallen sind. Aber das wird Deutschland nicht betreffen, weil sie bei uns ja wieder hochgegangen sind. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir durchaus nochmal einen Schnaps hier mit reinnehmen, dass die Amis weiter besser kommen. Aber diese Marke hier oben, das ist die Verbindung aus eben dem gezeigten Downtrend und dem oberen Bollinger Band bei 13.700, glaube ich nicht, dass wir die mit einem Anlauf von jetzt 12.600, also im Moment schon 900 Punkte, dass wir da nennenswert, dass wir da überhaupt erst rangehen. Das sehe ich nicht. Das Schließen von dieser Kurslücke hier, ja, dann ist auch die gesamte Bewegung hier sauber. Aber ich glaube nicht, dass wir hier nennenswert drüber gehen. Tatsächlich hat sich ja nichts geändert. Und ich möchte jetzt hier kein Stratege sein für irgendwelche Kriegshandlungen, aber es scheint mir so zu sein, als ob doch hier eine erhebliche Sorglosigkeit herrscht. Und die halte ich für deplatziert, weil egal, wer da drüben sich weiterentwickelt, sagen wir so, Gas werden wir nicht haben im Winter oder wenn nur ganz wenig. Und vor dem Hintergrund finde ich jetzt diese Aufwärtsbewegung insgesamt als ein bisschen zu hoch. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Short Squeeze in Richtung des Verfallstages, der ja am Freitag stattfindet. Ja, das ist großer Verfalltermin wieder. Ich lese jetzt schon wieder überall, die Eurex hat da und da und da irgendwelche Open Interest. Ich kann davor nur warnen. Wir haben in Deutschland 2,5 Millionen Derivate. Das ist eine Menge. Und die Eurex, das sind lediglich mal 400.000 Kontrakte davon. Das ist ein kleiner Teil. Wir haben allein nur für den DAX 55.000 Knockout-Produkte und da kommen noch die ganzen anderen Zertifikate dazu. Wir haben etliche OTCs, normale Optionsscheine und. Die Eurex ist nur ein relativ kleiner Teil. Aber wenn ich dann lese, ja, das größte Open Interest ist bei 13.000, ich würde mich davon überhaupt nicht ins Boxhorn lagen lassen. Also ich gucke da überhaupt nicht drauf, weil das reicht nicht. Die Information ist zu gering, um sie nutzen zu können, um daraus einen Nutzen ziehen zu können. Ich will das nicht wissen. Mich interessiert das nicht. Wir haben so viel, der Derivatemarkt in Deutschland ist hervorragend. Und deswegen, da kann alles passieren. Da können die 13.000 draufstehen, da können die 14.000 draufstehen. Aber ich werde nicht dazu gehen, die zu interpretieren. Ja, Optionen und Verfall ist ja genau das, wo wir mit René Wolfram auch schon mal drüber gesprochen hatten. Zu denen würde ich auch gerne jetzt überleiten. Hallo René. Hi, grüß dich Andreas. Ja, was kann man denn da ableiten? Es geht ja bei Optionen nicht nur um den DAX, sondern sicherlich auch um die Rohstoffe. Ja, genau. Bei Gold ist jetzt Ende des Monats, ist dort der nächste Verfallstermin. Und es laufen gerade für die Oktoberoptionen, laufen in den USA relativ viele Wetten darauf, dass der Markt, dass der Goldpreis nicht über die 1800 und auch nicht über die 1850 geht für den Oktober. Und ja, man sieht halt immer wieder auch in den letzten Wochen und Monaten, dass Gold, wenn es mal die 1800 überwunden hat, dass es dann schnell wieder abverkauft wird. Das hat mit Sicherheit natürlich viele verschiedene Gründe, nicht alleine den Optionsmarkt, aber das ist natürlich ein Faktor, der schon auch damit reinspielt.
Und was man oftmals sehen kann, gerade bei Rohstoffen, ist, dass eben, wenn diese Abrechnungstermine rum sind, wenn die hinter uns liegen, dass dann die Chance für neue Trends, dass dann ein Markt, der vielleicht lange Zeit seitwärts gelaufen ist, in einen Trend übergeht oder ein Markt, der gefallen ist, in eine Gegenreaktion übergeht, dass das natürlich dann schon auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ist. Insofern, ich bin grundsätzlich für Gold nach wie vor sehr bullisch, allerdings mit ja, mittlerer bis langer Frist. Wir haben die Produzenten mit so wenig oder die sind so gering vertreten im Open Interest wie noch nie. Das heißt, die verkaufen wenig Futures, was natürlich auch daran liegt, dass einfach die Produktionsketten überall unterbrochen sind bzw. verlangsamt sind. Dadurch ist auch Produktion natürlich reduziert. Infolgedessen verkauft man natürlich auch weniger Futures. Aber ja, das ist natürlich ein historischer Extremwert, den wir haben. Und aus diesen Extremwerten gab es immer Bewegungen von 20-25% nach oben. Allerdings lässt sich da kein Zeitfenster jetzt fest nennen. Das wird eher mit Blick auf 6 bis 12 Monate gehen. Also was da jetzt kurzfristig passiert, das lässt sich daraus jetzt nicht herleiten. Aber insgesamt bin ich da schon sehr, sehr bullisch für Gold. Das war ich allerdings auch schon vor 3-4 Monaten. Und bis dato ist noch nicht viel nach oben passiert, muss man ganz klar sagen. Ich schieb den Chart mal zusammen. Dieses Bullische, was man immer wieder liest bei Gold, das hat ja eine Gefahr rein charttechnisch. Wenn wir unter die 1680 rutschen, siehst du da auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für? Ja gut, man hat natürlich bei Gold schon ein gewisses Risiko. Vor allem die nächtlichen Bewegungen sind da immer recht spektakulär gewesen in der Vergangenheit. Das kann durchaus sein, dass natürlich mal so ein nächtlicher Absacker, dass da nochmal ein paar Stops abgegrast werden, beziehungsweise es gab mal eine Bewegung, die von der Analyse von Goldman Sachs ausgelöst wurde. Das ist schon ein paar Jahre her, ist 2012 gewesen damals. Das ging auch nochmal heftig nach unten. Da bin ich im Moment ein bisschen entspannter, weil Goldman Sachs ist eigentlich sehr bullisch. Die würden wahrscheinlich den Goldpreis dann eher versuchen, nach oben zu drücken, wenn sie es denn können. Aber klar, gerade wenn so eine Marke fällt, wenn ein Markt lange Zeit seitwärts gelaufen ist und dann wird ein neues Kursterrain, Preisterrain erschlossen, da ist dann immer natürlich eine Gefahr da. Deshalb, ich bin jetzt nicht nur, oder ich bin noch nicht so hoch investiert und bin jetzt nicht nur auf der Long-Seite, sondern habe natürlich auch auf dem Schirm, dass das eventuell nochmal einen empfindlichen Absacker geben kann. Ja, wenn es soweit ist, werden wir es sicherlich kommentieren, weil wir uns solche Sachen natürlich auch merken. Ich habe mir auch gemerkt beim Christian Schlegel, dass er über die Lufthansa gesprochen hatte in der letzten Sendung. Und wenn ich den Kurs mir anschaue, das Kursziel ist erreicht worden. Das ist richtig. Das war bei 6,50 und jetzt sind wir gerade eben, da sind wir jetzt hier ungefähr 6,48. Aber ich wollte ganz kurz was zum Gold sagen. Irgendwie erinnert mich der Chart schon so ein bisschen auch an den DAX. Wir haben beim Gold diese 1680, was René eben gesagt hat. Das ist ja nicht nur eine horizontale Unterstützung, das ist ja auch dieser 21 Jahre Aufwärtstrend. Und wir haben auf der anderen Seite, kommend von den Hochs, haben wir so ein, ich muss das glaube ich andersrum machen, so, haben wir so ein absteigendes Dreieck, das ist genau das gleiche im DAX. Und da sind wir halt, das wird super spannend, glaube ich, in den nächsten 4 Wochen. Deswegen bin ich da auch am 14. gespannt, was unser aller Chef sagt, der Jens. Aber ja, zurückzukommen zu Lufthansa. Ja, sie haben das Ziel erreicht. Und das ist momentan das Problem, was ich habe. Ich habe nur kurze Strecken für Aktien. Ich kann hier nicht sagen, dass wir jetzt hier irgendwie 500 Punkte steil gehen, nach oben oder unten. Da wird mal kurz eine Story gespielt, sei das jetzt Lufthansa mit den Strikes oder VW mit Porsche, so Geschichten. Aber wenn man dann die 5 oder 10, Lufthansa waren es jetzt 10% drin hat, dann sollte man auch zusehen, dass man rauskommt. Das ist auch insbesondere vor dem Hintergrund des Verfalls eine ganz schwierige Geschichte hier momentan. Also ich bin nach wie vor sehr klein und lieber feige als tot. Ja, das stimmt. Und wir sehen ja, wie schnell sich so ein Sentiment auch wandelt, zum Beispiel bei Porsche. Du hast es eben angesprochen, VW, Porsche. Letzte Woche war Porsche mit -8% der schwächste Wert im DAX, die Woche davor mit +9% der stärkste. Ja, eben. Und dann geben sie nächste Woche wieder ab. Ja. Und jetzt sind sie gerade, ich gucke gerade eben drauf, +0,66% bei 69,76. Ich glaube, die Umsätze sind einfach zu gering und auch für eine große Verfallswoche auch zu gering. Da muss erst wieder ein bisschen Vertrauen reinkommen. Ich habe es nicht in den Markt und deswegen, wie gesagt, bin ich halt tendenziell eher klein.
Ja, lass uns nochmal mit dem René Wolfram über einen anderen Rohstoff sprechen, nämlich über Palladium. Das hat ja auch mit Autos so ein bisschen was zu tun, mit Katalysatoren und so, wenn ich da richtig informiert bin. Ich nehme den Chart dazu gerne mal rein. Und Palladium hatte auch eine Dreiecksformation, die jetzt nach oben verlassen wurde. Genau, ja, bei Palladium haben wir ja auch schon in anderen oder zu anderen Terminen auch schon drüber gesprochen. Da haben wir auch eine extreme Ausgangssituation. Das ist auch ein sehr produzentendominierter Markt. Das sieht man daran, dass die Nettoposition bei den COT-Daten grundsätzlich fast durchgängig short ist. Das heißt also, es werden mehr Futures verkauft von also speziell von den Produzenten, als gekauft werden. Und ja, wir haben dort die seltene Situation gehabt vor kurzem und haben sie, glaube ich, jetzt immer noch, dass die Nettoposition von den Produzenten sogar long ist. Das heißt also, selbst diejenigen, die normalerweise Futures verkaufen, haben gekauft, was auch natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass es auf der Angebotsseite eher defizitär zugeht. Es wurden Produktionen zurückgefahren, es wurden Produktionen teilweise auch eingestellt. Und naja, wenn ich nichts produziere, kann ich natürlich auch nichts verkaufen. Entsprechend haben wir also bei den Produzenten auch dort ein ähnliches Bild wie bei Gold, dass einfach extrem, also historisch extrem wenig verkauft wurde. Und das mündete bei Palladium in noch extremeren Bewegungen in der Vergangenheit als bei Gold. Da waren die Bewegungen teilweise 50 bis 200%, und zwar ungehebelt, also nur im Palladiumpreis selbst. Entsprechend bin ich auch hier schon seit einem halben Jahr sehr, sehr bullisch oder seit einem Dreivierteljahr sehr bullisch. Allerdings auch dort haben wir gesehen, es ist natürlich eine sehr, sehr zähe Bodenbildung gewesen. Jetzt hat sich das Ganze mal so ein bisschen nach oben geschoben. Mal gucken, wie nachhaltig das sein wird. So die 2.300, das wäre gut, wenn wir da drüber gehen würden, 2.250, 2.300. Dann würden potenziell neue Käufer in den Markt kommen. Jahreszeitlich ist das jetzt noch nicht die Zeit, bei der die Metalle richtig durchziehen, typischerweise. Allerdings haben wir in diesem Jahr auch gesehen, dass es einige Anomalien gab. Also einige Märkte haben sich natürlich ein bisschen atypisch verhalten. Nicht alle, aber bei den Metallen muss man mal sehen, ob da jetzt schon die Kraft ausreicht nach oben. Allerdings ist da ein riesiges Potenzial. Ich gehe davon aus, dass wir bei Palladium mit Blick auf 6 bis 12 Monate in Richtung 3.000 wieder gehen werden. Und möglicherweise dann sogar noch höher. Aber das ist, der Christian hat es ja gerade schon gesagt, ist auch, das hängt alles immer sehr, sehr am seidenen Faden, weil natürlich geopolitische Einflüsse jetzt ständig eine Rolle spielen, wir auch ständig wieder gegenteilige Nachrichten bekommen. Die Zinsen sind auch ein großer Sorgenfaktor und ein großer Einflussfaktor. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Allerdings kann man natürlich entweder ganz, ganz langfristig die Sachen betrachten oder muss halt wirklich sehr kurzfristig das Ganze beleuchten. Von daher bin ich auch von den Investitionsquoten noch gar nicht mal so hoch drin. Ja, genau diese lang- und kurzfristigen Trading-Ideen möchten wir hier auf Follow My Money darstellen. Also gerne anmelden und sich das anschauen und morgen den Termin nicht verpassen, denn morgen ist schon der 14. Am Mittwoch, am späten Nachmittag geht's los. Jens Labusch und André Starke, beides Portfolio-Manager, ehemalige übrigens, werden über Geldanlage sprechen und auch über Alternativen in der Geldanlage, wenn man langfristig die Inflation bekämpfen möchte. Da gibt es nichts mehr zuzufügen, oder Christian? Auch die Uhrzeit. Sag an. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, Das war 17:30 war gesagt, aber den 18 Link. Uhr geplant und ich glaube, es ist aber dann ein bisschen nach hinten verlegt worden. Müssen wir gucken. Den Link kriegt man, glaube ich, auf der Homepage von Follow My Den Trader. gibt es auch unter dem Video. Ich füge ihn ein, dann haben wir ihn da. Wunderbar. Ganz So hervorragend. machen wir das. Ganz lieben Dank für eure Expertise und dann wünsche ich noch eine erfolgreiche Handelswoche. Alles Gute. Baba.